Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Map Memphis in New York an, in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Willy Boy 10102 oder 10102, je nachdem, wie man es richtig aussprechen sollte. Gibt es in den PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht 5 zusätzliche Mods, um auf der Karte spielen zu können. Die sind allerdings alle Mod-Hub enthalten, sprich einfach runterladen und Spaß haben. Also sprich Karte runterladen und den Rest im Mod-Hub machen lassen und Spaß haben. Gut, schauen wir uns das Ganze an. Diese Karte basiert, wie es der Name ja schon sagt, auf den Ort Memphis in New York, beziehungsweise im Bundesstaat New York, oberhalb, also so links oberhalb von New York City, also ne, hängt schon mit New York und so im Endeffekt zusammen, eine relativ ländliche Region mit dazu, die mehr oder minder so, naja, jetzt nicht 1:1, aber schon gut so nachgebaut worden ist, wie es halt geht. Was man hier dazu sagen muss, das ist die allererste Map von dem Modder, also sprich von Willy Boy, nachdem er das Ganze jetzt 1,5 Jahre gelernt hat. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, beziehungsweise wir werden an der einen oder anderen Stelle das sehen und merken, dass das seine erste Karte ist, aber trotz all dem ist schon mal ganz respektabel hier dazu. Erstmal zu den Hardfakten. Wir haben 23 Felder. Feldergrößen sind meist mittel bis groß, muss man sagen. So richtig kleine Felder proaktiv gibt es hier nicht. Selbst die, die klein wirken, sind schon relativ groß mit dazu und haben auch diverse Formen. Also hier ist eigentlich nichts quadratisch praktisch gut, sondern ihr seht schon, hier ist eigentlich alles ein bisschen abgekantet. Ecken, Dings, dies, das, alles mit drinne. Also 23 Felder, damit an der Zahl. Multifrüchte haben wir keine mit dabei. Produktionen haben wir 4 Stück, um genau zu sein. Ein Sägewerk, eine Bäckerei, eine Getreidemühle und eine Spinnerei. Das sind alles Standardproduktionen vom 22er. Ebenso haben wir bis zu 5 Verkaufsstellen, je nachdem wie man es zählt. Also auch relativ übersichtlich. Einen Hof im klassischen Sinne finden wir hier mehr oder minder wieder. Warum mehr oder minder? Wir starten hier unten. Ihr seht im Schwierigkeitsgrad einfach, haben wir Feld 10, Feld 3 und Feld 23. Ebenfalls gehören uns dann hier unten die Sektoren 55, 56, 10, 4 und 15. Und ihr seht zum Beispiel hier bei Sektor 15, da ist da ein bisschen Startequipment und wir haben da auch ein Silo und eine Scheune und wir haben hier, wo wir starten, auch ein Bauernhaus, aber das ist nur zur Deko. Aber so einen richtig klassischen Hof haben wir nicht. Dafür sind aber 2 Farmlands, also sprich 2 Sektoren, freigehalten worden. Und zwar einmal der Sektor 44 und der Sektor 32. Die schauen wir uns dann nach und nach an. Das sind, wie gesagt, freie Gefilde. Da könnt ihr dann euren eigenen Bauernhof dementsprechend bauen, wie ihr das Ganze wollt. Aber das ist wichtig zum Anfang zu wissen für alle die, die gerne Wert darauf legen, dass sie einen fertigen Bauernhof haben. Für die Holzbäume unter euch, hier habt ihr mehr als genug zu tun. Ihr seht gerade, der Osten der Map ist übersät von Wald und das schlägt sich hier auch in diversen Sektoren nieder, wie ihr seht, also es gibt etliche Waldflächen, beziehungsweise einen riesen Wald, der dann in etlichen Sektoren nochmal unterteilt ist, auch im Westen gibt es ein bisschen was, aber der Hauptfokus ist hier im Osten, schauen wir uns später auch nochmal an, da habt ihr auf jeden Fall mehr als genug zu tun, zumal in diesen Wäldern hier dementsprechend auch ein paar Verkaufsstellen, beziehungsweise Abladestellen und so weiter und so fort mit drin sind. Gut. Haben wir erstmal genug gequatscht, schauen wir uns das Ganze an. Wir starten, wie gesagt, hier an diesem Haus. Klassisches amerikanisches Haus, würde ich sagen. Ist ein Pickup hier davor. Ihr seht, die Kennzeichen sind auch angepasst worden, haben diesen New York-Style oder Bundesstaat New York-Style in dem Falle mit dazu. Das Haus hier selber aber wiederum ist halt, wie gesagt, mehr oder minder nur Deko. Warum mehr oder minder? Wir können das Ganze zwar hier öffnen. Ja, ihr seht, so Garage, ist so alles schön, hier steht einfach ein Deko-Fahrzeug drin, lässt sich, bleibst du bitte oben, vielen Dank, lässt sich aber logischerweise nicht steuern oder sonstiges, wir können aber auch hier zum Beispiel rein, können uns dann theoretisch da drin in dieser Garage auch mit bewegen. Wenn ich jetzt aber hier weiter reingehen will, in diese Wohnsiedlung hier, beziehungsweise ins Haus selber, seht ihr, passiert nichts. Na, das ist halt in dem Falle wirklich nur Deko, die Garage hier selber, ja, alles schick schön, komme ich auch hinten raus und so, coole Sache. Das ist aber ansonsten alles mehr oder minder hier einfach nur Dekoration. Na, ihr seht ja auch, das sind diese 3D-Fenster mit dazu. Könnt ihr nichts weiter machen. Deswegen. Ins weiter rüber, also sprich jetzt hier einfach mal über die Straße gekullert, haben wir dann auch schon eine Scheune. Und die Scheune, das ist eigentlich zu, könnt ihr aufmachen, ist jetzt in dem Falle, wie ihr hier seht, auch erstmal leer. Lässt sich aber dementsprechend betreten, beziehungsweise könnt ihr halt hier Türen öffnen und schließen. Und im Außenbereich findet ihr zum Beispiel hier ein Schneidwerk für den New Holland Drescher immer mit dazu. Und wir haben jetzt hier noch so einen Ballenauflieger.
so weit, so klar, so schick, so schön. Ich weiß nicht, was hier mit den Bodentexturen schiefgegangen ist. Das sieht ein bisschen arg verwaschen und verpixelt aus. Generell auch die Mauern, ihr seht so, ne, das ist alles ein bisschen pixelbreimäßig mit dazu. Genauso wie hier die Decke. Also von daher vielleicht noch nicht so ganz so, wie es im Endeffekt sein soll. Plus man sieht hier ab und zu mal, dass in der Halle selber, ne, ihr seht das Ganze, hoppala, durfte ich mal, vielen Dank, dass das Ganze hier so ein bisschen reinglitscht. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Ist aber jetzt in dem Falle so der Fall. Sind halt solche kleinen Geschichten, wo man dann halt merkt, gut, ist vielleicht noch nicht so ganz so platziert, wie es eigentlich sein sollte. Hier oben geht es dann auch noch eine Etage weiter, beziehungsweise könnt ihr dann hier aufmachen und dann seht ihr, da habt ihr dann hier auch noch ein bisschen Startequipment, alles mit dran, was dann hier auf der oberen Ebene halt mit liegt. Das ist dann einmal hier drinne, beziehungsweise hier mit verstreut. Wenn wir uns dann jetzt einmal ein bisschen weiter nach Norden bewegen, da kommen wir dann im Endeffekt zum nächsten Abteil. Ich fliege falsch, oder ja, ich fliege falsch, alles klar. Das war Richtung Süden, das war Richtung Norden. Da kommen dann nochmal so eine, naja, Zwischenstation, slash Bauernhof halt, aber wie gesagt, nicht so richtig im klassischen Sinne. Hier haben wir zwar nochmal ein Farmhaus, hat aber in dem Fall auch keine Funktion. Ne, dann haben wir hier so eine Art Garage, ist allerdings, wie ihr seht, auch nur Dekoration. Und dann geht hier hinten dann einmal, also ein bisschen weiter vorne, neben der ganzen Geschichte hier, geht dann einmal ein Feldweg mit rein. Ich meine, viel Grün und so, alles mit drin, alles schick schön. Da haben wir halt hier ein Silo, ne, also ein klassisches Multifrucht-Silo aus Beton. Okay, ist schon ein bisschen Stroh drin. Und hier haben wir dann dementsprechend eine Halle, also eine amerikanische Scheune, mit einem Strohlager einmal dazu. Da finden wir dann auch einmal den Drescher, der mit dazu ist. Und ihr seht schon, ne, ein CH7. Der ist schon gar nicht mal so klein. Ein großer Düngerstreuer, Rundballenpresse, hier auch nochmal ein Johnny und ein kleiner Fluch etc. pp. Wo dann nochmal der Rest halt da mit dabei steht. Plus halt hier noch ein Rudolf-Anhänger und Co. Aber ihr seht, der Rest ist halt so ein bisschen wiesemäßig. Ist jetzt kein klassischer Hof in dem Falle, ne? Das Ganze sieht man auch, gerade wenn es um Tiere geht, mit dazu. Wir haben zwar hier Hühner, also ein Hühnerstall ist immer mit dabei, beziehungsweise schon mit platziert und auch in unseren Besitz. Ne? Aber jetzt so Kühe, Schafe, alles Mögliche halt nichts, das ist alles dann dementsprechend euch überlassen. Und das ist so der Ton, der hier unten halt anspielt. Also sprich, wir haben halt die drei Felder, in dem Fall ist überall Weizen drauf, wenn ich das richtig sehe. Ne? Plus ihr habt diese zwei Standorte, die Hühnerweide ist dann einmal noch hier unten, mitten im, naja, im etwas weltlicheren Gebiet gelegen. Auch ganz, ganz nett, aber halt hier dementsprechend am Dings mit ran. Aber das ist es dann auch schon wieder mit gewesen. Und ihr seht, dann ist jetzt hier eine Menge Wald einmal mit dazu. Ja, und das ist eigentlich so das hier unten, wo ihr startet, beziehungsweise da, wo es am Ende des Tages losgeht mit dazu. Gut, wir bewegen uns jetzt einmal Richtung, genau, muss ich euch gucken, Richtung Norden. Hier unten haben wir noch einen Fahrzeughändler, kann man auch nochmal kurz hinswitchen. Das ist auch mal was anderes, muss man dazu sagen. Das Clever Motors kennen wir bereits so. Aber jetzt so von den Gebäudetypen her, halt mal ein bisschen was anderes mit dazu. Lässt sich auch nichts betreten, nichts bespielen im eigentlichen Sinne. Ist halt alles so ein bisschen außerhalb. Haben hier Deko-Fahrzeuge mit dazu und alles so ein paar Container. Bagger, dies, das. Ja, wie gesagt, ganz, ganz nice to have auf jeden Fall. Kann man machen. Ne? Das ist ja zum Fahrzeughändler. Und wenn ihr dann immer weiter runter geht, haben wir dann hier noch einen Viehhandel unten und dann endet der ganze Spaß auch. Aber wir kommen dann eh nochmal mit dorthin. Deswegen knallen wir erstmal in die Richtung. Und wenn euch vielleicht schon, ich mache mal ein bisschen langsamer, wenn euch vielleicht schon ein bisschen was auffällt, ist, dass wir hier sehr viel, sagen wir mal, wie soll ich es ausdrücken, sehr viel Luft haben. Also Luft im Sinne von, wir haben viele freie Flächen, beziehungsweise halt viel, ja, Wiese. Also Luft zwischen den jeweiligen Abteilungen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade am blödesten ausdrücken soll, aber ich denke mal, ihr wisst so ungefähr, was ich meine. Nicht leer, weil wir haben ja die Felder hier, ne? Die sind ja auch alle schick schön. Die Felder sind halt relativ groß, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, ne, so von mittel bis sehr groß, beziehungsweise groß, ist dann hier so der Standard. Das nimmt halt viel ein. Es ist halt flach. Vor allen Dingen wie Sau, ne? Also, dass man extrem weit theoretisch gesehen schauen kann, so weit wie es halt der LS per se zulässt, ne? Und halt viel Grün, ne? Also viel Wald immer mal wieder mit dazu. Ab und zu mal so ein paar Mehrfamilienhäuser mit drinne, ab und zu mal Felder so zwischen mit rein, aber ansonsten halt schon extrem ländlich in dem Falle mit geprägt, ne? Dann hier so ein bisschen Friedhof-mäßig alles mit dazu. Was cool ist, es gibt hier
interessanten KI-Verkehr. Na komm, fahren Sie weiter. Na, haben wir mal so einen LKW hier, der halt Ballen dementsprechend transportiert. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben so Stoppschilder und Co. Alles so, wie es am Ende des Tages halt auch richtig ist. Wir haben auch ein paar Teile hier, wo was hingeht. Ne? Ihr seht auch hier vom KI-Verkehr her alles ein bisschen individueller gestaltet und nicht so diese Standardfahrzeuge, was wie gesagt ganz, ganz nice ist. Aber ansonsten halt hier per se extrem alles ländlich gehalten. Und jetzt sind wir auch schon oben gleich an der Feldgrenze einmal angekommen. Beziehungsweise an der Mapgrenze. Und ihr seht, das ist hier einmal zack relativ offen. Und ist mit einer unsichtbaren Wand getrennt. Ihr seht, die Fahrzeuge drehen dann auch hier. Und das gerade hier, wo ich jetzt einmal bin, zeige ich euch mal kurz hier oben einmal mit auf der Karte hier oben. Das ist auch ein Sektor, mit dem wir arbeiten könnten. Wohlgemerkt auf das Wort könnten. Und da fällt das hier schon übel krass auf. Hier können wir, genauso wie hier drüben zum Beispiel, noch ein paar Bäume hinknallen, dass das geschlossen ist. Das wirkt hier noch sehr, sehr, sehr offen, beziehungsweise sehr, naja, unschön das Ganze. Aber gut, das kann man später noch machen, weil der Rest ist alles mit Bäumen immer zugeknallt. Ich glaube, hier wird es schlicht und ergreifend einfach noch vergessen. Wie gesagt, kann passieren. Aber wenn man das noch ein bisschen zubauen könnte, dass man das nicht so gleich sieht, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine nette Geschichte. Und ihr seht, hier oben ist halt auch, wie gesagt, an sich, bis das erste Feld dann wieder hier kommt, extrem viel, viel Luft und vor allen Dingen Wald. Aber diese ganzen Sektoren hier könnt ihr kaufen. Und da können wir auch einmal reingehen. Die Wälder sind extrem dicht. Ja, also ihr seht erstmal verschiedene Baumarten, viele Deko-Bäume auch drin, aber auch normale Bäume, die ihr logischerweise fällen könnt. Aber ihr seht, wie dicht das Ganze ist. Ne? Hier steht gefühlt Baum an Baum, aber auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist irgendwie mit einem Editor reingemalt oder so. Wird sicherlich sein, ne? Aber es wirkt dann doch schon natürlicher, weil das alles nicht so in Reihe und Glied ist, sondern einer hier, einer dort, dann mal hier, dann ist es da mal ein bisschen dichter. Jetzt hier ist es ein bisschen weiter auseinander mit dazu. Dann haben wir mal hier ein paar mehr Deko-Bäume, dann haben wir auf der anderen Stelle wiederum mehr fällbare Bäume und alles so mit dazu. Und ihr seht, da könnt ihr euch hier richtig austoben. Gibt auch ein paar Feldwege bzw. Waldwege, die ihr hier mit nutzen könnt. Also ich denke mal für Holzenthusiasten / Holzwürmer, für die ist das hier auf jeden Fall eine sehr nice Geschichte. Zumal ihr dann auch hier drin einfach noch ein paar Wiesen mit dazu habt. Wie gesagt, das gehört jetzt nicht offiziell zum Feld. Ihr seht, steht ja auch nichts da, ne? Das ist einfach nur der Sektor. Aber da könnt ihr euch auch noch ein bisschen austoben. Und ihr habt in der Regel auch immer einen Straßenanschluss hier mit dieser ewig großen oder langen Landstraße, die sich durch den Ort hier zieht, mit dazu. Ab und zu auch mal hier solche kleinen Sümpfe, nenne ich es jetzt einfach mal, mit drinne. Na, also von daher könnt ihr alles in dem Fall hier mitmachen. Ne? Da sind wir gerade lang. Hier kommen wir jetzt gerade wieder raus mit dazu. Hier nochmal der kleinere Friedhof rechts mit dazu. Ne, auch so mit ein paar Parkbänken und Co. Ne? Gräber, alles halt so ein bisschen mit dabei. Ganz nett, ganz nice mit drin. Dann gibt es so ab und zu, wie gesagt, Verkaufsstellen bzw. Produktionsflächen mit hier dabei. Das sind, wie gesagt, meistens dann die so Standardgebäude, die ein bisschen umgemutscht worden sind, aber größtenteils sind es halt Standardgebäude mit dazu. Und der Rest ist halt wirklich Landschaft, Landschaft, Landschaft und Landschaft. Ne, ihr seht zum Beispiel, das Diner hier ist halt so umgeben von einer Wiese. Das wirkt halt ein bisschen leer an sich, ne? Aber an sich, oder per se, stimmungstechnisch gesehen, ja gut, passt halt, ne? Ist halt diese draußen rum, in der Mitte halt das Diner. Was halt so per se fehlt, aber das hängt auch, glaube ich, ein bisschen mit an der Region oder an den ganzen Setting per se halt mit dran. Es ist relativ wenig los, was so NPCs und Co. angeht. Klar, ab und zu mal hier KI-Verkehr, das ist klar. Aber man hat wenig, also gerade hier bei den Gebäuden und so, man hat wenig Leute, die irgendwo rumlatschen. Was aber so typisch Ami-Problem ist, weil fährt jeder mit einem Auto, weil es so gut wie keine Fußgängerwege gibt oder Fußwege per se. Und deswegen sieht man auch kaum Menschen, außer jetzt in solchen städtischen Ansammlungen oder Gemeinschaftsansammlungen da. Ne, das fehlt hier auch, weil was hier fehlt, das fällt halt auf in dem Fall. Ne? Stört jetzt bestimmt den einen oder anderen weniger, aber anmerken wollte ich es jetzt im Endeffekt trotzdem mal. Aber ansonsten seht ihr, ist halt hier wirklich sehr viel. Ja, sehr viel Felder, sehr viel Wald, vor allen Dingen sehr viel Grün, was sich einmal dann komplett halt hier mit durchstreckt und größtenteils, wie gesagt, Flachland. Ne? Klar, ein paar Steigungen gibt es zwar, aber das hat jetzt nichts hier mit irgendwie Bergen oder Alpingeschichten oder so zu tun. Ne? Das ist wirklich alles extrem human, muss man hier sagen. Ne? Wirklich extrem human, das meiste ist halt wirklich einfach nur
frei. Ne? Und wie gesagt, hier die Kartenenden, die kommen halt ab und zu mal relativ plötzlich, aber machbar ist es. Wenn wir hier oben gerade sind, hier geht es ja zum Beispiel mit rein. Ne, da sehen wir, da haben wir hier noch zum Beispiel einfach mal die Bäckerei, die hier mitten im Nirgendwo im Wald halt mit drin ist. Okay, ne? Die ist dann halt hier immer mit platziert und hinten dann ein bisschen weiter im Wäldchen drin. Ihr seht auch hier wieder relativ dicht das Ganze. Ne, haben wir dann hier auch nochmal Stone Crusher zum Beispiel mit dabei. Ne, und halt hier, wie gesagt, die Verkaufsstelle mit dazu, was gleichzeitig auch als Holz mit verkauft werden kann. Das sind aber ja die Standardgebäude, die man halt bereits soweit alles kennt. Ne? Und wir sind jetzt gerade, um für euch die Orientierung mitzuhaben, wir sind jetzt einmal hier oben, also an der Ecke. Ne? Wir waren jetzt hier oben an der Ecke, immer mit dazu. Dann haben wir, wie gesagt, hier unten den Süden. Ich springe da mal kurz an hin. Viehhandel kennen wir ja bereits soweit auch schon. Soweit so klar. Also, wie gesagt, direkt hier an der Grenze mit dran. Und der Süden, ja, sieht jetzt auch nicht großartig anders aus wie der Norden, slash der Westen und der Osten. Ne? Ihr seht, wie gesagt, ab und zu mal ein paar Einfamilienhäuser, slash Mehrfamilienhäuser hier mit dazu, die dann auch ihre eigenen Wege haben, ab und zu mal hier so Hallen zum Unterstellen, ab und zu mal solche Geschichten hier. Ne? Aber ansonsten Felder und viel, viel offenes, weites Land und dann hier halt auch solche Verkaufsstellengeschichten einmal mit da oben dran, was dann hier, ne, Wertstoffhof als Verkaufspunkt halt in dem Falle mit dient. So oder so, wer auf diese Art von Setting steht, ne, für den kann das ja sicherlich eine nice Geschichte sein. Das steht ja soweit außer Frage. Ja, man muss es halt, wie gesagt, wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Sektor kaufe, seht ihr jetzt zum Beispiel, der ist jetzt gekauft. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Weide hier mit dran. Ne, also für mich ist das so eine ehemalige Weide oder irgendwas in der Richtung. Aber ihr seht, da passiert jetzt nichts mit dazu. Und wenn er das Ganze jetzt sagt, ich würde es gerne abreißen, seht ihr, wird auch eher schwierig mit drin. Das ist dann manchmal auch ein bisschen verschenkte Fläche per se. Ne, aber ansonsten halt viel Grün und viel Weide, weites Land. Ich weiß nicht, wie ich es anders halt dementsprechend ausdrücken soll. Ne? Das könnt ihr alles mitmachen. Wenn wir aber nochmal kurz nach hier oben springen, weil ich euch das ja auch noch nicht vorenthalten wollen würde. Warte, andere Richtung. War es hier so? Genau da so. Einmal zum Beispiel einer von den freien Flächen. Das ist das hier zum Beispiel. Ne? Da könnt ihr jetzt zum Beispiel euren eigenen Hof halt bauen. Ne? Ihr seht ja, das ist an sich irgendeine Satellitenkarte, wo hier offiziell auch ein Bauernhof oder irgendwas halt steht, ne, ist jetzt hier freigelassen, könnt ihr euch dementsprechend austoben. Also ist auch laut Mapper so dementsprechend gewollt, ne. Und das habt ihr halt, wie gesagt, einmal auf der 44, was der Sektor in dem Falle hier mit dazu ist. Und dann habt ihr das hier drüben auf der 32 auch nochmal mit dazu. Gucken, ob ich hier richtig fliege. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, das ist jetzt hier Sektor 32, ne, also der ist alles an Sektoren. Das ist halt immer mit dem Wald ringsrum. Ne, halt mitgezogen, aber da könnt ihr das Ganze halt auch nochmal bauen, wenn ihr da dementsprechend Bock drauf habt. So oder so, dafür, dass es die erste Karte ist, die der Mapper jemals gemacht hat, definitiv nicht verkehrt. Ich könnte es nicht, davon mal abgesehen. Ne, wie gesagt, es wirkt halt an Stellen, wie gesagt, was vielleicht den Setting geschuldet ist, ein bisschen leer oder so, aber vielleicht ist es auch einfach das Setting, vielleicht ist die Region auch dort einfach so, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ja, interessant, sagen wir es mal so. Und vielleicht wird sich der ein oder andere Spielertyp auch für die Karte interessieren. Im Blick ist es auf jeden Fall mal wert, sage ich mal. Ne, vielleicht ist es ja, wie gesagt, was für euch. Wenn wir uns dann einmal den Lila Lock mit anschauen, sehen wir soweit auch, das ist soweit erstmal vollkommen in Ordnung, beziehungsweise sauber. Kann natürlich immer irgendwas sein, immer da melden, dann wird es gefixt, ist klar. Wie gesagt, gerade dafür, wenn es der erste Map ist, kann immer was sein. Ansonsten reden wir hier von 322 MB ohne Zusatzmods. Mit den Zusatzmods kommt ihr vielleicht auf 400, wenn überhaupt. Ist also auch alles sehr angenehm. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.